Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Gilde 3 hier aus DM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier in Magdeburg im Sommer 1401, kurz vor der Nacht. Gleich geht's in die Endabrechnung des Tages und wir sehen, muss nichts bezahlen für meinen Arbeiter? Muss ich das tagsüber bezahlen irgendwie, irgendwann? Kassenbuch, Ausgaben 200, Einnahmen. Keine Ahnung. Gut, okay, das wird sich zeigen. Wir können natürlich hier jetzt sagen, dass wir das Verkaufsdings nutzen wollen, dass wir hier sozusagen ein paar Dolche anbieten für ein paar Dollars. Das sind vielleicht eventuell auch der Dolch bei uns gekauft wird und nicht am Markt. Dann dürfen wir natürlich den Markt nicht allzu sehr beliefern oder wir müssten den Markt in der Stadt beliefern, um dort was zu bekommen. So, wir sind schon auf Stufe 2 aufgestiegen, sind jetzt gerade dabei, Eisen zu produzieren für unsere, für unser Werk halt oder für unseren Verkauf, beziehungsweise für Dolche nachher am Ende. Der Einkauf beläuft sich auf relativ teure Sachen, also das ist schon teuer mit 21, aber gut, das Eisen ist relativ billig und das kriegen wir dann für 6 Gold. Was ist eigentlich mal Gold, was wir hier verhandeln? Goldmünzen? Taler. Für 6 Taler kriegen wir das im Einkauf an der Mine. Also das können wir dann durchaus ganz gut schon mal handhaben. So, gut. Wir müssen natürlich Geld verdienen, damit wir ein bisschen weiterkommen in unserem eigenen Sinne, dass wir dann uns noch ein paar Titel kaufen können und uns dann eventuell auch auf was bewerben können. Hier hinten sind so ein paar Ruinen, das verstehe ich mal noch nicht, aber das ist egal, das kann man ja abreißen. Also wir können uns hier noch durchaus vergrößern und mehr hinbauen. Wir haben den Start gewählt als armer Schlucker und wollen dann natürlich dementsprechend auch uns langsam hocharbeiten. Haben es dafür in den unteren Sachen jetzt etwas leichter. Es wird dann schwerer, wenn wir dann los sind, wenn wir dann Bürger werden. Ab da an zieht, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad noch mal ein wenig an. Aber gut, das werden wir dann sehen, wie es denn abläuft. So, unser Schmied ist hier fleißig am Arbeiten. Sein Leben ist jetzt natürlich schon im Jahre 20. Wir müssten natürlich uns wirklich langsam um eine Frau kümmern. Ich weiß aber nicht, hat die mir jetzt auch abgekauft? Nee. Hannelore ist 46, die ist mir zu alt, sowas brauche ich nicht. Aber sowas wie unsere Daniela, die ich hier habe, die könnte ich eventuell zu meiner Geliebten machen. Früher gab es wichtige Personen im Charakterschirm. Also da konnte man sich das angucken. Hier wichtige Personen, Familienangehörige, sonst was. Gut, sehe ich jetzt erstmal nicht. Oder man konnte sie sich quasi hier angucken. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ja, ja. In den Dingen des Charakters. Na gut, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Und da weiß ich jetzt auch nicht, wo ich denn jetzt direkt eine bestimmen kann. Ich werde einfach mir mal irgendwo einen Strauß Blumen machen und den Strauß Blumen dann meiner Mitarbeiterin schenken. Vielleicht ist sie dann noch meine Geliebte oder sowas, man weiß es nicht. Und wir können sie dann vielleicht irgendwann heiraten. Wir müssen ja irgendwo Kinder machen. So, das Problem ist, glaube ich, wenn ich eine Mitarbeiterin heirate, ob die dann bei mir mitarbeiten kann weiterhin. Das steht dann frei oder... Ist nicht ganz sicher, aber na gut. So, unser Schmied ist aber fleißig hier. Tingelt hier fleißig drauf rum auf seinem Amboss und hat auch schon jede Menge von den 60 Eisen hier verarbeitet. Oder von den 80, die wir insgesamt haben. Wir werden 80 Eisenbarren dadurch dann hier rausbekommen. Da wir auch noch 3 einfache Griffe haben, werden wir natürlich noch ein bisschen mehr bekommen. Da war jemand mit einer Fackel bei uns. Mach doch mal die Fackel aus. Wer bist du? Wenn ich dich... Ich persönlich an den Froschstempel, ja, da kriege ich bestimmte Sachen, die ich da sammeln kann. Das ist natürlich für einen Kräutersammler oder so ganz interessant. Keine Ahnung, ich kann den Typen jetzt hier nicht gerade anwählen. Da ist die Klickbox des Dings zu nah. So. Katze guckt mich gerade ein bisschen blöd an. So, gut. Okay, das erstmal zu dem. Ich weiß auch noch nicht, ob ich... Ne, hier kriegen wir keine Ämter, ne? Ich war noch nicht in der Kirche. Gibt es einen Kirchenämter? Früher gab es doch Kirchenämter auch noch. Das weiß ich nicht. Handwerksbetriebe, freigeschaltete Betriebe. Okay. Wohnhäuser. Ach, Wohnhäuser kann ich auch noch bauen. Als Unfreier kann ich einige bauen sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Dann gibt es die Bürgerhäuser. Also ich kann mein Haus durchaus schon mal...
auch upgraden. So, bist du noch am Arbeiten hier? Wie viel hast du denn noch? 7 Mal darfst du noch arbeiten. Das sind nochmal 21 EP, die du dazu kriegst. Das ist auch schon mal ganz gut soweit. Und dann sind das jetzt die beiden, die auch hier drinnen liegen? Oder hat er die jetzt auch gesplittet? Das weiß ich gar nicht. Das nicht nutzen klicke. Dann wäre trotzdem drinnen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Lager sind, glaube ich, unterschiedlich. Oder beziehungsweise gehören nicht zueinander. Naja gut, wir werden mal gucken, wann er denn einen Dolch hier verkauft und ob hier einer vorbeikommt. Der Hahn hat gekräht auf dem Mist. Drum ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Eine alt-sizilianische Bauernweisheit. Aber unsere Daniela ist jetzt wieder hier und darf mitarbeiten und ist natürlich fleißig am Dolche schmieden. Das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, jeden zweiten packt sie quasi ins Verkaufslager und die andere Hälfte behalten wir in unserem Lager. Ich muss dann natürlich neue Griffe nacharbeiten, dass wir denn die 20 Griffe kriegen. So, ich kann jetzt hier gerade nicht was machen. So, aber du machst jetzt einfach mal den Griff vom Dolch jetzt die 20 Mal noch fertig. Dann sollten sozusagen hier auch noch wieder jede Menge Dolche entstehen. Und 20 Dolche sind ja dann immerhin schon gut 3000 oder 2000 ein bisschen was an Geld, an Talern. Und das ist schon mal ganz, ganz okay soweit, denn dann können wir hier vielleicht ein bisschen was erweitern, dass wir hier noch einen weiteren Arbeiter hinkriegen, beziehungsweise die Produktivität erhöhen. Arbeiter ist nur so gut wie das Werkzeug, dieses benutzen. Stellt euren Arbeitern also die richtigen Werkzeuge für ihre Aufgaben zur Verfügung. Dies erhöht die Produktivität des Gebäudes um 5 Blitze. Weiß ich nicht, was die Blitze da sind, aber okay. Also ja, 5 wahrscheinlich, 5 Produktivität. Gibt denn bei dem Gebäude, gibt es hier irgendwo Statistik? Sehe ich hier irgendwie, wie produktiv das Gebäude ist? Ausgaben, Einnahmen, Familien, Gewinnpunkte. Muss ich jetzt die 200 schon bezahlen? Ah, wenn sie kommt, muss ich 200 bezahlen. Okay. Gut, also wenn sie ankommt, dann muss ich 200 bezahlen. Einkäufe, Einnahmen, Gebäude, Titel und Talente. Da sehe ich, wo ich mein Geld hergehabt habe. Gewinnpunkte. Sieht eher schwach aus. Ja. Obwohl. Nee, wir sind die Roten, ne? Naja, wir sitzen da noch ein bisschen unten drunter, aber das kriegen wir auch hin. Da denke ich mal, werden wir durchaus noch was haben. So, Verkaufslot können wir noch hinzufügen, kostet 800, Lagerfläche können wir vergrößern. Schutz vor Krankheiten, Gebäudeschutz können wir natürlich noch verbessern, verstärkt die Türen, bringt einen Sicherheit anscheinend. Aber wo sehe ich denn hier, wie viel Produktivität das Gebäude generell hat? Gibt es denn hier irgend sowas, wo man das sehen kann? Oder, ach, das steht denn hier drinnen, ne? Das ist wahrscheinlich das, was es hat. Gebäudeschutz 2. Und wenn ich das klicke, habe ich einen mehr, dann habe ich 3. Okay. Flugknechte können wir einen haben, theoretisch. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich den benutze. Na, das kriegen wir aber auch noch raus. So, das Gebäude ist Stufe 1. Gut. Okay. Ausrüstfester. Ausrüstfester ist da an der Fahrradtür öffnen. Ah. So. Gut. Okay. Wie weit sind wir hier? Ah, geht noch ein bisschen was. Kriegen wir da eigentlich mehr EP für, wenn wir jetzt so ein Dings machen? Oder ne, es bringt auch bloß 3 EP. Okay. So. Sechs Dolche haben wir schon wieder zum Verkauf. Sehr gut. Na, das ist gut. Damit kriege ich auf jeden Fall genügend anderes Zeugs quasi neu noch dazu. Also, theoretisch dann halt eben... Wie heißt das Zeug hier? Flachs. So. Wie kann ich ein Gebäude aufstufen? Dann muss ich erst wieder ein neues Level haben, ne? Da muss ich hier mal gucken. Warte mal, wenn ich Handwerkskunst, Schmied, Handwerkskunst 2. Wenn ich hier drauf klicke, dann muss ich freilassen sein. Kann Silber freischalten, Schmiedekunst 1. Dafür Talent Schmiedekunst besitzen und führen von Schmiedegebäuden, okay. Progresse zum Bürger schaltet frei. Grobschmiede. Ah ja. Gießerei. Ah, okay. Dann wird's eine Gießerei. Na gut, okay. Dann kann ich das quasi aufwerten, das Gebäude zur Gießerei. Aber ich muss erst freisetzen sein. Das kostet 1450 plus diese Stufe kostet nochmal 1500. Also sind wir schon wieder 3000 Taler los. Nur dafür, dass wir dann neue Produkte machen können. Das müssen wir uns jetzt alles mit Dolchen erarbeiten. Naja. Und dann natürlich noch die nötigen Rohstoffe uns kaufen können. So, die Dorfschmiede ist aber jetzt auch ein bisschen beschädigt. 17 Punkte fehlen ihr schon am Leben. So, und sie kriegt immer 10 EP dazu pro Dolch, den sie macht. Finde ich ja schon mal ganz, ganz kickig, aber ist schon mal nicht schlecht.
So, wir machen jetzt, gleich machen wir den letzten. Zack, jetzt haben wir mal den letzten Griff zusammen. So, da haben wir dann ja heute schon mal ordentlich gearbeitet, wieder fleißig. Und können dann auch 8 von den Dolchen verkaufen. Theoretisch könnte ich mir auch einen in die Tasche stecken, aber wozu sollte ich das? So, ich nehme 8 Stück mit. Wird erledigt. So, dann gehe ich jetzt so zum Marktplatz hin. Ja, ich immer hin zum Marktplatz. Und dann verkauf die mal. Obwohl, wir könnten mal gucken, auf welchem Marktplatz wir wie viel kriegen. Wir können jetzt mal gucken, wie viel wir hier kriegen würden dafür. Wenn wir sie verkaufen wollen würden. Wenn ich jetzt sagen würde. Möchte die verkaufen, würde ich 109 kriegen. Und ich würde 126 in der Altstadt kriegen. Gut, dann gehen wir. Das lohnt sich dafür, bis in die Altstadt zu laufen. Ist was? Komm mal her. Geh mal hin, bis in die Altstadt. Was ist? Ihr werdet geachtet. So, ihr werdet geachtet. Ihr werdet auf dem Weg einer wichtigen Besprechung zu einem Geschäftspartner in von Magdeburg als ein von den Karren gespanntes Pferd durchgängig ein kleines Mädchen galoppiert. Ihr habt sofort reagiert und das Mädchen gerettet. Die Einwohner des Stadtteils sind begeistert über euren Heldenmut. Ah ja, ich habe irgendwie ein kleines Mädchen vom Kinderwagen gerettet, vom Karren gerettet. Und das hat mir jetzt Punkte gebracht, wo mein Einfluss gerade sinkt. Wir haben uns noch 131 Einfluss. Ich habe eben noch 132 Einfluss gebracht. Na gut. Okay. So. Auf geht's. Wann sind wir denn da? Wo bin ich denn gerade? Wo laufe ich denn? Da laufe ich. Naja, ist ein weiter Weg hier, ne? Durch den dunklen Wald auch. Kann man eigentlich den Charakter quasi, also ich kann ja mitlaufen mit dem Charakter, glaube ich, irgendwie, ne? Ich bin aber ich kann nicht in die First-Person-Ansicht wechseln, oder? Aber das ging... Oha, schwierig. Entschuldigung. ich glaube, das ging in der Dings-Version, ging das. Dass man in die First-Person-Version sogar wechseln konnte. Also in die Ansicht quasi, was sieht der Charakter gerade und dass man da gucken konnte. Naja, wie gesagt, ne? Es sind viele Dinge, die Gilde 3 quasi zum Gilde macht, aber es sind auch viele Dinge, die Gilde 2 irgendwie auch schön macht. Jemand hat euch gelobt. Jemand hat euch gelobt. Dieser Feist hat Masse Schröder in der Öffentlichkeit gelobt. Ah ja. Das ist ja gut. Schön. Dann mögen mich die Leute hier auf dem Markt haben. Das ist ja schön. Danke, Lisa. So, okay, dann werden wir jetzt hier den verkaufen. Dann kriegen wir nämlich dann 1000 zusammen. Und jetzt gucken wir mal, was kostet hier das Handwerkerkleid. Das will ich gar nicht haben. 944, viel zu teuer für mich. Aber wir können ja jetzt ganz kurz mal gucken, was kostet hier der Hanf. Nicht der Hanf. Flachs. Der Falks, sondern der Flachs. So, der Flachs kostet hier nur 20. Ich glaube, dann nehme ich hier einfach mal... Oh ja, dann nehme ich volle Taschen mit. 40 Stück. Das ist okay. Gut. Dann. Ja. Da wohnt hier die Charaktere. Ah, okay. Ja. Ich habe einen Charakter. Gut. Der steht jetzt hier am Markt. Der soll bitteschön. Kann ich, habe ich hier irgendwo meine Schmiede nach Hause schicken? Brunnen öffnen? Das ist der Quatsch. So, kann ich denn hier irgendwie. Hier geht Diplomatie. Arbeiter antreiben. Also Kisten stapeln habe ich noch nicht gesehen. Na gut, okay. Also kann ich auch hier nicht machen, ne? Ich würde ganz gerne Kisten stapeln, aber geht nicht. Gut, naja. Muss ja auch nicht. So, dann wollen wir jetzt mit unserem Charakter natürlich wieder zurück in unsere... Gut. In unsere Dienstlaufe. So. Und dann müssen wir mal Gerlinde davon überzeugen, oder... Nee, wie heißt der Daniela, nicht Gerlinde? Davon überzeugen, dass wir ein guter Partner wären oder so. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dass die uns dann ganz toll findet oder so. Ja, hätte ich ja was von, ne? Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Wenn man einen Partner hat oder so, dann kann er für ein bisschen... Das ist ja nicht schlecht. So. So. Gut. Alles klar. So, wir sind auf dem Weg zurück. Was gibt's denn hier noch so alles Schönes eigentlich? Hier gibt's noch einen Brunnen... Kann man da irgendwas Besonderes dran machen? Nee, erstmal nicht. Was ist das hier? Das ist der Froschteich. Das ist die Grobhandwerkerhütte von dem anderen Vogel.
Gebäudemaßnahmen. Ich könnte das Gebäude kaufen, okay. So, gibt es hier irgendwas Tolles? Da kann ich nur Gebäudemenü öffnen. Ohne Tätigkeit, okay. Was kann ich hier machen? Gebäudemaßnahmen. Ich könnte das Gebäude reparieren und ich habe hier die Sachen, dass ich eine Erweiterung anbauen kann, Statistik machen kann. Ein Eimer Wasser, das ist natürlich fürs Dings da so ganz gut. Betteln, Arbeiter antreiben, Kisten aufmachen. Guck mal hier, da kann ich das machen. Belohnung 30 EP. Aha. Produkte und Maßnahmen. Verkaufslager benutzen. Kann ich das hier auch machen? Gebäudemaßnahmen? Hier kann ich das Gebäude mir öffnen. Ah. Wir haben die Stelle gefunden, wo das geht. Na, das ist ja gut. So, dann wird Marcel Schröder jetzt aber erstmal hier hingehen. Wir sind gerade, haben gerade einen guten Leumund, einen guten Ruf. Wird jetzt hier die Materialien abliefern. Alle natürlich. So, du machst noch Dolche, hast auch noch 10 davon und oh, da hat sie noch gut Zeit für, um Dolche herzustellen. Geld haben wir gerade auch ein bisschen. Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen mal hier hin. Gucken mal hier bei den Gebäudemaßnahmen, was man so machen kann. Nee, ich will es jetzt nicht reparieren. Kann ich das nicht selber reparieren? Wo waren das? Hier. Maßnahmen und zwar hier raus zum Spielen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Gardisten ablenken will ich auch nicht. Betteln will ich nicht. Arbeiter antreiben. Ja, kann ich ja machen. Können wir ja mal machen. Achso, das ist ja toll. Moment. Wie geht das nur wieder? Arbeiter antreiben. Habe ich keinen. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt. So. Geht er da jetzt hin oder? Macht er das jetzt so? Ich bin der Meister. Feierabend. Was ist das? Selbstverständlich. Gehe ich jetzt mal ins Gebäude rein? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich das im Gebäude machen. Ich bin der Meister. Was gibt es? Ich bin zur Stelle. Was gibt es? Ihr wünscht mich zu sprechen? Klasse, endlich wieder was zu tun. Jawohl. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Gut. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich habe es jetzt schon gesehen, dass man die Maßnahme hat. Aber irgendwie scheint das nicht zu... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das auslöse. So, wenn ich jetzt hier sozusagen... Warte mal, wir gehen mal ganz an den Rand. So. Öffnen mal das Hausmenü. So, machen wir das mal da so, dass da so ganz am Rand ist. Dann klicken wir hier drauf. Nee, klicken wir hier drauf. Dann sagen wir... Auswählen. Und dann komme ich da nicht hin. Okay. Auswählen. Macht er das jetzt? Macht er doch gar nicht. Was ist? Das ist ein Blödsinn. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das... Was gibt es? Wie ich das auslösen kann, ne? Also... Es gibt ja so einige Sachen, die man hier machen kann, aber... Sicher. Macht er das jetzt so? Arbeiter antreiben, Belohnung. Die Arbeiter an hier. Keine Ahnung, ob die das gut finden oder so. Macht er das jetzt? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Wählt einen eurer Betriebe aus. Und dann?
Das geht schnell. Aha. So, man versteht es nicht, was passiert, aber okay. Ah, er treibt jetzt die Arbeit an, okay. Und sie hört jetzt dazu oder arbeitet nebenbei weiter? Man weiß es nicht. Das ist ja schwierig. -2 Produktivität plus geschwächt. Ich bin der Meister. Was ist mit ihm nicht richtig? Ich bin der Meister. Hier, nun, jemand hat euch gelobt. Das ist schon mal schön. Das ist schön, dass nicht mal einer lobt, aber das Arbeit antreiben hat schon mal nicht geklappt. Naja, gut, okay. So, kann ich denn jetzt, kann ich denn jetzt jemandem ein Kompliment machen, jemandem einen Heiratsantrag machen, Liebschaft eingehen, um eine Romanze beginnen? Ursula, Bürgerin unverheiratet. Ach Gottchen, Gertrude, Claudia, Bürgerin unverheiratet, 20 Jahre alt. Clarissa, Dorothea, Sibylle, Thea, Fion, Inga, Magdalena, Laura. Magdalena klingt gut. Uiuiui. Jetzt, wenn ich da wieder rausgehe, dann läuft der Laden besser. So, wo rennt der denn jetzt hin? Wo ist sie denn? Hätten wir vielleicht mal vorher gucken sollen, wo die ist, ne? Na gut, okay, wir laufen nochmal hin und gucken dann mal, dass wir diesen Öchi umworben kriegen und müssen dann unseren Betrieb da hinten am Laufen halten. Nebenbei, noch hat sie ja genügend Baumaterial da, sie kann sich auch noch ein paar Griffe selber machen. Nur Material, ich weiß nicht, ob ich sie auch hinschicken kann, Material holen lassen kann, aber es könnte passieren, ne? Müsste nicht gehen. Konnte die ja vorhin auch bewegen. Also dann kann ich das erstmal damit dann mal machen. Ich muss jetzt bloß mal Marcel Schröder hier zu dieser Dame schicken. Und dass er der Dame jetzt den Hof macht, wer auch immer das ist hier. Manche kriegen irgendwie positiven Eindruck von mir, wenn ich dran vorbeilaufe. Vielleicht muss ich mich mal waschen oder so, ein Stück Seife oder so mitnehmen. Könnte man ja auch machen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Aber ich kann ja ein Stück Seife herstellen, ne? Und ich kann auch einen Blumenstrauß herstellen. Kann ich den auch im Inventar mit mir rumschleppen? Wo rennt er denn jetzt da hin, bitteschön? Meine Herren, wo wohnt die denn? Man redet gut über euch. Basisbelohnung 12 EP, Romanze beginnen, na dann los. Ach je. Na gut, also, während wir hier rüberlaufen, werde ich das Ganze jetzt mal ganz kurz pausieren. Mitten auf der Brücke. Auf Freiersfüßen sind wir unterwegs, wir wollen eine Romanze beginnen. Das Ganze sehen wir dann, wie es abläuft in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.